Hallo Pokémon-Fans, David hier schon wieder und wir spielen natürlich wieder Pokémon Mond auf dem PC. Ich habe leider immer noch keinen neuen Emulator, seit dem 1.12.2016 kam noch keiner raus. Wir haben jetzt schon den dritten, vergesst nicht euer Türchen zu öffnen, ja. Schokolade ist herzhaft, Schokolade ist süß. Ich habe ein bisschen gespielt, ich habe mir ein paar Items abgeholt und das habt ihr glaube ich gerade auch schon gesehen. Dabei sind ein Hyperheiler, ein Supertrank, ein Äther, ein ja, X-Angriff, Mini-Pilz, den ich noch verkaufen könnte. Ja, also wahnsinnig viel ist dabei nicht rumgekommen, aber ich habe die Stadt ein bisschen kennengelernt und ja, konnte mich da mal ein bisschen umsehen und wollte das jetzt nicht in die Spielzeit tun. Deswegen habe ich es nur so vorne angefügt. So, ich finde es ganz gut, dass man jetzt hier auf diesen kleinen Bildschirmen, da sieht man ja jetzt diesen Punkt hier, ne, ihn hier. Und da kann man halt auch direkt sehen, wo es weitergeht. Das finde ich irgendwie ganz klasse. Also dadurch verliert man niemals den Faden irgendwie. Verdammt, wo musste man nochmal hin? Das finde ich ganz klasse. So, dann wollen wir mal. Lilly will wieder was von uns. Also der alte Emulator rockt eigentlich. Also der vom 1.12. ist voll in Ordnung. Also ich habe schon richtig Spaß am Spielen. Du bist da ganz anders. Die erste Prüfung der Inselwanderschaft steht also an. Du bist auf dem Weg zur Vegetationshöhle, nicht wahr? Sie hat was im Buch gelesen. Beweisen Stärke, erlangen Schutzpatrone, Alola zu kämpfen. Kapuriki soll nämlich Pokémon-Kämpfe lieben. Mhm. Wenn du wohl erfahren, warum es dich und Wölkchen gerettet hat? Piu! Es weiß die Antwort. Alles klar. Lilly ist ja so ein bisschen gegen Kämpfe. Irgendwie, sie mag das alles nicht so sehr. Ah, da ist der fette. Hala hieß der, glaube ich. Hala oder Hili. Tau. Also, das ist es mir endlich gelungen, Taos zu beruhigen. Würde es mir einen Gefallen tun, es nochmal streicheln? Das ist jetzt so notwendig, ja? Tau. Sieh mal, wie sehr es sich freut. Vermutlich spürt es deine Liebe zu Pokémon. Übrigens, ich glaube, es ist immer so aufgeregt, weil es gerne selbst auf Inselwanderschaft gehen möchte. Es sollte dich also begleiten. Ist es nicht witzig, dass ich das letztes Mal erst gesagt habe, dass es sich so entwickeln wird? Wie, du möchtest Fang spielen? Na gut, der alte Hala wird aber nicht verlieren. Schließlich bin ich Inselkönig. Mhm. Das war ein richtig schöner Übergang. Also so langsam werden auch die... Okay. Willst du was von mir? Aha. Das hohe Gras raschelt. Das ist bestimmt ein wildes Pokémon, das auf unbedarfte Trainer abgesehen wird. Das ist ein gutes Pokémon. Aha. Aber ich wollte da zu diesem einen raschelnden Gras und nicht hier vorne schon. Traumato, hm. Da freut sich mein Hysteria. Ein Biss und das Ding ist raus. Schon richtig schnell der Kampf, Wahnsinn. So, was darf ich jetzt nicht mehr benutzen? Biss. Schade ist aber, naja, was soll man machen? Zack. Yeah. Ach, dieses Ding ist der Hammer. Ein Undicht-Mauzi. Sowas wollte ich doch schon immer haben. Ah, es raschelt immer noch. Das heißt, ich kann jetzt noch bis da hinten. Aha. Ein Makuhita erscheint. Los, Hysteria. Und dieses Item bekomme ich jetzt nur, wenn ich es fange oder wenn ich es besiege? Ich will ja eigentlich keine Pokémon mehr haben. Die aus anderen Gens sind, außer der 7. Na gut, beim Papko mache ich eine Ausnahme, weil ich die halt sehr gerne habe, aber Makuhita gehört nicht dazu. Dementsprechend. Der hat echt eine echt starke Defense. Bevor der auch noch eine Kampfattacke macht, wechsle ich mal lieber zu Manny.
die Kämpfe gehen schon richtig schnell. Ganz große Klasse. So. Ich werde ihn jetzt einfach mal besiegen und damit rausfinden, ob man ihn jetzt nun überhaupt fangen muss. Boah. Eieiei. EP-Teile. Ich muss wieder fliegen. Der ist ganz schön schmutzig. Das ist nicht das richtige Tool. Was habe ich jetzt? Das hier? Ah. Eieiei. Wie kommt es, dass du so wahnsinnig schmutzig bist, Nordsee? Huch, hallo. Irgendwie... Ich verstehe gerade nicht, warum die komische Kamm immer weggeht. Liegt das an meiner Maus oder liegt das daran, dass ich irgendwie was falsch gemacht habe? Brauche ich jetzt irgendwie... Nee. Nee, das liegt an meiner Maus. Irgendwas ist hier los. ja. Ah. Sehr gut. Okay, gebe ich dir noch einen Bonbon. Hier, nimmt das bestimmt ein Unlichtbonbon. Wie der guckt. Okay. Dann weiter geht's. Ich habe kein Item bekommen. Das heißt, ich müsste das Pokémon eigentlich fangen. Hat er das auch so gesagt? Ach so. Aha. Ja, komm, was soll's. Also, man muss tatsächlich gegen sie kämpfen und wenn man sie besiegt hat, lassen sie vielleicht ein Item fallen. Ob das nun wirklich so ist, ist halt auch wieder die Frage, ne? Charlize. Ist ja witzig. Der Emulator hat Schwierigkeiten mit Nebulak. Das sieht ja bekloppt aus. Tja. Das kommt davon, dass du bekloppt aussahst. Dann erreicht Level 11. Ich hätte nicht so viel farmen sollen. Bin schon ziemlich stark. Was möchtest du? Alles klar, das hohe Gras vom Friedhof. Der Friedhof, da soll ich angeblich ein Drift-Zeppeli oder ein Driftlon oder sowas fangen. Damit ich... Da ist er. Damit ich... ja, dieser einen Frau dann gefallen tue. Die hat irgendwie gemeint, sie sei so wahnsinnig schön. Und dass man das mit einer tollen Persönlichkeit irgendwie wettmachen soll. Oder noch bestärken soll. Ich habe keine Ahnung, in welcher Form sie das jetzt genau gemeint hat. Ich werde jetzt einfach gegen diese Leute hier kämpfen. Währenddessen noch ein paar Items einsammeln. Da ist eine TM, die schnapp ich mir. Aber erstmal spreche ich den Typen da an. Aha. Wenn ich den... Friedhofbesuche kommen mir auf die Tränen. Aber für einen Pokémon-Kampf reicht's immer. Ein Dicker mit einem goldenen Haar. Wenn es vom Bodentyp ist, wäre es sinnvoll, da einen Flugtyp einzusetzen. Und ein Flugtyp mit einem mit einer Pflanzenattacke umso besser. Ach, schön. Die mit ihren blöden Heulern am Anfang immer, das nervt mich total. Blattwerk. Das war effektiv, Mann. Das war echt effektiv. Oh, jetzt treffe ich wahrscheinlich noch nicht mal mehr. Doch! Ha! Was hat dir das gebracht? Nichts, hättest du ruhig angreifen können. Schaufler machen oder so. Level 14, meine Fresse. Das geht echt fix hier. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel trainiert. Oh nein, nicht schon wieder die Bürste. Nein! Maus, lass mich jetzt nicht im Stich. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Okay, Guys. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt soll. Aha, ah. Ich wollte gerade sagen, dann lasse ich es jetzt auch.
und würde rausfinden, was ist, was passiert, wenn man ein Pokémon unglücklich macht, weil es zu staubig ist. Aber das muss ich jetzt auch nicht mehr. Ah, die gelben Streifen, Returns. Der. Ey, das finde ich irgendwie nicht in Ordnung, dass die mit ihren Pokébällen da vor dem Grab rumwerfen. Irgendwie. Vertrauenssache. Scheiße, die kenne ich gar nicht. Also, ich weiß, dass ich sie. Ich glaube, ich habe die mal bei Oras gespielt, aber ich weiß nicht genau. Damit vertraut dem Ziel ein Geheimnis an. Dadurch stört er die Konzentration und senkt diesen Spezialangriff. Ja, großartig. Nee. Inwieweit ist es denn wichtig, die Spezialangriff zu senken? Und noch nicht mal stark zu senken? Oder ist es so gemeint und wurde nur nicht so hingeschrieben? Geil, wie die Trainer auch andere Pokébälle haben. So, Hysteria ist keine gute Wahl. Let's go. To money. Ich habe gerade so überlegt, hätte ich jetzt Food reingeschickt und der hätte irgendwie. Ha! Hätte ich jetzt Food reingeschickt, der hat ja einen normal Unlicht-Typ. Das heißt, er ist vierfach effektiv gegen Kampfattacken. Hat Makuhita überhaupt keine Kampfattacken? Oh Mist, ich habe viel zu viel trainiert. Habe ich nicht, die haben schon Top-Genesung. Na, ich finde es halt gut, wenn man einfach klarkommt, weil gerade wenn jetzt so ein Gegner kommt mit. Was war das letztes Mal vor dem Farbigel? Nee, das Farbigel selbst war das Problem. Das hat ja einfach irgendwie, ich weiß nicht, einen Tackle gemacht oder einen Kopfnuss, irgendwas. Und das war so krass stark. Habe ich mich total gewundert, wie das sein kann. Achso, das ist es nicht. Hallo! Der kam. Jetzt klappt es irgendwie wieder. Ja, komisch, meine Maus ist gestört. Ne? Kleine gestörte Maus. So, und der letzte Trainer. Ist das bezogen auf den Friedhof? Ich werde nur Attacken benutzen, die mein Pokémon geliebt hat. Oh, wie süß, ein weibliches Pikachu. Pikachu. Ich glaube, ich habe da jetzt gerade nicht so wirklich was gegen. Deswegen werde ich das jetzt einfach mit Mauzi machen. Vor allem, der hat sowieso so schlechte Defense. Der ist mit dem nächsten Angriff eh weg. Ich hoffe, es kommt keine Statik. Oh, diese ganze Pflegerei geht mir langsam auf den Sack. Am Anfang fand ich es ja ganz niedlich so. Wow, wie erstmal jeder Level erreicht. Ah ja. Stimmt, ich brauche ja gar keinen Paraheiler benutzen. Das ist ja mega gut. Oh, Mauzi ist nicht glücklich. Das sieht doof aus. Ja. Oh. Maus, nicht jetzt. Ich habe letztens schon überlegt, was das sein kann, aber ich bin zu keiner Lösung gekommen. Cool. Finde ich richtig gut. Also, dass man dadurch seine, dass man dadurch seine, na, wie heißt das, Statusveränderungen heilen kann, finde ich großartig. So, ich werde jetzt noch kurz auf dem Friedhof noch ein bisschen rumlaufen und ein Drift Klon, Drift Zeppeli. Nivolag wäre eigentlich auch ganz geil, aber solange es keine Alola-Form hat. Level 10 kann man es fangen. Come on. I need a drift. I need a drift. Aber Level 10 ist schon ziemlich hart. Kann ich wenigstens ein bisschen Erfahrung sammeln. Ja. I need a drift. I need a drift. Traunfugieren. Sieht auch klasse aus.
Generation 2. Ich fand das damals so toll. Weil es war einfach mal wieder ein neuer Geist. Ja, es gab nicht so viele Geister. Das war einer der... Es war einer der Typen, die sehr, sehr rar waren in Pokémon am Anfang. Also, wir hatten Nebulak, wir hatten Alpollo und Gengar, das war's mit den Geistern. Und dann hatten wir noch drei verschiedene Drachen-Pokémon, die aber auch alle demselben Stamm angehören. Dratini, Dragonir und Dragoran, das war's. Also mehr hatten wir dann auch nicht mehr. Und das kam dann erst durch... Ich glaube, Sidraking war noch ein Drache in der zweiten Generation. Da freue ich mich schon auf bei Pokémon Go drauf demnächst. Mal gucken, ob ich da nochmal ein Let's Play mache. Aber ich denke eher nicht. Tut er mir weh? Nee. Okay, Guys, das dauert mir schon wieder zu lange. Ich werde das machen, wenn ihr nicht zuguckt und euch dann damit dann zeigen, was passiert ist. Okay, dann geht es weiter. So, ich werde nochmal hier reingehen. Weil da gab es noch ein... Hops! Ein Heilball. Ich mag Heilbälle. Hops! Finde ich schön, dass sie das Feature immer noch eingebaut haben. So, was ist hier los? Aha, TMs ermöglichen einem Pokémon sofort Attacken zu lernen. Dann haben wir hier gute Zeit für ein Päuschen. Mhm. Die Getränke sind ausverkauft. Dieses Motel zu nichts nutze. Ich kann weder da schlafen, ich kann keine Getränke ziehen, nichts kann ich da. Aber ich kann in andere Häuser einbrechen, scheiße. Sehr cool. Es bringt immer was, mit Leuten zu sprechen. Tilo. Ach, da ist ja noch jemand. Das Mädel macht sich ihr Make-up und der Typ guckt dabei zu. Das macht er jetzt wahrscheinlich noch das ganze Spiel lang. Der arme Sack. Oh. Super Trank. Ich finde es gut, dass man sich unten an der Karte so ein bisschen orientieren kann. Ist hier nicht noch irgendwas? Ja. Gucken wir mal. Da hinten steht ein Golf. Pokémon-Kampf. Aha. Also ich kann nicht an den Kühlschrank gehen, das ist ja ultra schade. Die Golfschläger sind verbogen und arg abgebrochen. Das ist der schlimmste Sender, den ich je gesehen habe. Nein, hör auf damit. Das ist ein grünes Bild und es kommen ganz komische Schmatzgeräusche aus diesem Fernseher. Scheiße. Oh Gott. Sorry, ich muss meine Zunge zügeln. Vorsicht vor dem Vorschüler. Cedric. Mhm. Hätte ich jetzt Magnetilo, wäre das einfacher, aber das passt schon. Wer kannst denn mit ihm aufnehmen? Ach, Hysteria schafft das. Hier, Mogelhieb. Der ist Level 8, come on. Ich habe schon wilde Pokémon gesehen, die stärker waren. Wie hast du das Habitat runter trainiert oder was? Runter trainiert. Mhm. Wir haben alle irgendwie gerade nur ein Pokémon. Das ist irgendwie ein bisschen unaufregend. Ein Botoge. Wie geil. Boto. Klammert sich fest an ihn und lässt nicht mehr los. Anscheinend möchte es dich zu den Bärenfeldern führen. Aha. Bärenfelder. Aha. Team Skull ist schon wieder. Diese Bewegungen einfach mal. Ey, die sind so... Also ich habe ja schon... Ich versuche es ja so spoilerfrei wie möglich zu spielen, ne? Ich habe allerdings ein paar Leute abonniert. Bei YouTube. Und die haben halt in ihren Thumbnails ziemlich viel... ja...
gespoilert einfach mal. Also ich weiß tatsächlich jetzt schon von all den Charakteren, dass sie anscheinend nicht so gut sind, wie es den Anschein macht. Aber ich habe irgendwie damit auch das Gefühl, dass Team Skull gar nicht so böse ist. Also ich habe eher das Gefühl, dass die so eine Art Team Rocket sind. Das habe ich letztens auch mit einem Kumpel besprochen, der sich auch gerade noch Sonne gekauft hat. Den kennt ihr auch alle noch. Mit dem wollte ich auch eigentlich noch ein Let's Play machen. Aber, oh, sorry, Digga. Tut mir leid. Ich habe einfach zu viel trainiert. Genau, damit habe ich, da habe ich auch mit ihm drüber gesprochen. Und, Tag vermiesen, Vegetationshöhle. Aha, also die sind zu zweit, aber es kämpft nur einer gegen mich. Also die sind so ein bisschen wie so ein Team Rocket, habe ich das Gefühl. Also die sind überhaupt nicht ernst zu nehmen und ich hoffe, mein Gefühl trügt mich, weil es ist schade, wenn man irgendwelche Leute einbaut, nur der Vergnügung wegen. Aha. Wie ich erstmal drei Bären eingesammelt habe. Okay, kann man hier noch irgendwo Beeren einsammeln, oder? Mhm. Guck mal. Oh, ganz viele Botoge! Da würde sich ja der Shady Penguin richtig freuen drüber. Durch ihn kam ich eigentlich so richtig erst zu dieser Let's Play-Geschichte. Ich habe das, glaube ich, in den früheren Let's Plays auch schon mal erzählt. Der ist ein Schmacker-Typ. Woher habe ich gewusst, dass da was liegt? Was kann ich jetzt hier machen? Kann ich jetzt hier meine Beeren einpflanzen? Oder brauche ich dafür irgendwelche speziellen Gegenstände? Irgendwelche Golfschläger? Würde aber auf jeden Fall Sinn machen, warum die so krumm und schief und verbogen waren. Von dem einen Typen. Okay, gibt es mir jetzt die Möglichkeit, da selber einzupflanzen? Yep. Ich soll ihm eine Persienbeere bringen. Das sollte ich mir langsam aufschreiben, diese ganzen Sachen, die die Leute wollen. Also auf jeden Fall habe ich die Persienbeere, dann habe ich bei dem einen Typen, der ein... Ich laufe mal um dich rum, ich habe gerade wirklich keine Lust auf dich. Also die Persienbeere, dann... Oh, Mist. Egal, hole ich mir auch später. Und dann halt noch das Driftlon, Driftzeppeli, irgendwas. Und dann halt 10 Einträge im Pokédex. Von verschiedenen Pokémon. Genau, das sind bisher die drei Sachen. Also ich kann es mir noch merken, aber sobald es zu viel wird, sollte ich es vielleicht doch langsam aufschreiben. Wie geht's denn Pokémon? Prima, das freut mich. Mein Team könnte eine kleine Pause vertragen. Lass uns ins Pokémon Center gehen, Nostos. Kabrike irgendwo mit der Vegetationshöhle in Verbindung steht. Einfach mal nur rein, wenn man einen guten Grund hat, wie etwa die Inselwanderschaft. Ach ja, kennst du dieses tolle Item schon? Hier, ich gebe dir ein paar davon ab. Belieber. Ja, das Item kenne ich schon. Habe ich auch schon ganz viele von. Worauf stehe ich gerade? Das sieht total geil aus. Er will sich noch einen leckeren Kaffee holen. Das ist ein Vielfraß, der Typ. Der ist nur am Essen und Trinken, habe ich das Gefühl. Tschüss. Ding, 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 ding. Vielen Dank für deine Geduld und beehren Sie uns bald wieder. Mhm, mhm, mhm. Habitat gegen Macholo soll ich tauschen. Nein, danke. Ich will weder einen Habitat noch einen Macholo haben. Noch jemand mit einer Bitte. Ich rechne so, dass du mir hilfst, obwohl wir uns gar nicht kennen. Also mein Schnuck und ich verbringen gerade unsere Flitterwochen hier in Alola. Aber seit er auf Route 3 zum ersten Mal einen Wommel gesehen hat, redet er von nichts anderem mehr. Wo wir herkommen, gibt es dieses Pokémon nämlich nicht, weißt du? Mein Schnucki findet offenbar besonders seinen gelben Körper und seinen langen Rüssel total schön. Und da kommst du ins Spiel. Bitte fang ein Wommel und zeig mir seinen Pokédex-Eintrag. Das mache ich. Und da bekomme ich eine Belohnung. Okay, das sind jetzt schon 4 Aufträge. Okay, ich spreche jetzt trotzdem mal mit dem Kaffee-Heini, weil letztes Mal habe ich ganz viele Gegenstände bekommen. Na, eigentlich waren es nur Sonderbonbons. Aber Erwi will mir anscheinend nichts geben. Gut, dann ab auf Route 3, nachdem ich mit diesem Typ hier gesprochen habe.
50% mehr Schaden beim Volltreffer. Was er nicht weiß, ist, dass dann auch die Defense gepierced wird. Hallo! Ich wollte Beeren aufsammeln, jetzt werde ich von einem Pokémon angegriffen. Was soll das denn? Ein Krabox! Das ist ja wie so ein... Mist! Ich habe den Namen vergessen. Ich denke mal, es ist vom Wassertyp. Ich werde erstmal Muggelhieb draufhauen und schauen, wie viel weggeht. Der steckt was ein. Der steckt was ein. Bestimmt auch einen Kratzer. Nicht gut. Da war die 50% mehr Schaden. Eieiei. Gut, Money. Los geht's. Machen wir mal wieder Heil. Okay, ich bin im gelben Bereich. Glubber. Das wäre mein erstes Wasser-Pokémon. Das finde ich klasse. Dann probieren wir es mal. Mit einem Pokéball. Wenn ich ihn jetzt gefangen habe, kriege ich dann trotzdem die Items? Ich hätte gerne ein paar Beeren, muss ich sagen. Booyah! Krabox wurde gefangen. Sun erreicht auch noch Level 11, Level 12 dabei. So, es wird ein Eintrag angelegt. Hat sogar noch eine Entwicklung. Sehr cool. Es verliert oft seine Scheren im Kampf, aber sie wachsen schnell nach. Obwohl diese nur wenig Fleisch enthalten, gelten sie als Delikatesse. Der ist gar kein Wasser-Pokémon? Habe ich nun gerade nur Kampf gelesen? So. Delicate. Nein, ist nicht wahr. Sorry, aber Food muss raus. Irgendwie, ich benutze den einfach nicht. So ein Superzahn wäre vielleicht nicht verkehrt, aber dennoch. Eine Citrobeere jetzt schon, die werde ich behalten. Junago-Beere. Krasser Shit. Ich sollte meine Pforte zügeln. Okay, es liegt noch eine Beere da. Mein Gott, was ist da los? Das ist ein richtig geiles Tool, was da gerade passiert ist. Einfach so, das Pokémon wird nicht in die Box gepackt, sondern man kann es direkt ins Team aufnehmen und schickt dann anderes dafür in die Box. Das finde ich großartig. Das finde ich richtig toll. Dann lohnt sich so ein Heilball auch. Das hat sich früher nicht gelohnt. Und der ist wirklich nur Kampf vom Typ. Eisenfaust. Was ist Eisenfaust? Hallo, Maus. Okay. Erhöht die Stärke von Hieb, Punch, Faust und Schlagattacken. Okay, das ist Zertrümmerer nicht, aber das ist eine geile Fähigkeit. Achso, ich soll jetzt dahin gehen. Aha. Ach, da ist das blöde Ding. Alles klar. Na, dann heile ich erstmal ihn hier. Blub, 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 blub. So, dann wollen wir gucken, ob Vitali noch irgendwas zu sagen hat. Alles klar. Und dann haben wir hier auch schon unser Mädel. Hallöchen, ich bin's, Captain Elima, und meine Prüfung findet nur wenige Schritte von hier statt, und zwar hier in der Vegetationshöhle. Die Pokémon in der Vegetation sind ganz schön stark. Du sollst also ein paar Tränke mitnehmen, damit du keine bösen Überraschungen erlebst. In der Alola-Region hat es Tradition, die Insellandschaft anzutreten, sich ihren Prüfungen zu stellen und so seine eigenen Grenzen zu testen. Sobald du die Vegetationshöhle betreten hast, kannst du erst wieder verlassen, nachdem du die Prüfung bestanden hast. Bist du bereit? Ehrlich gesagt, machen wir die Prüfung in der nächsten Folge. Genau. So. Weil die 30 Minuten sind schon wieder um. Ich möchte die Folgen eigentlich nicht viel länger halten, weil es mit dem Rendern und Exportieren ein bisschen schneller geht. Ihr bekommt die Folge schneller zu sehen und das ist mir etwas wichtiger, als dass ich jetzt eine riesen Folge zusammenkommen lasse. Von daher, ja, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Ich speichere das Spiel. Werde jetzt nochmal kurz nach dem Driftlon farmen.
Und ja, dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal bei Pokémon Mond auf dem PC. Ja? Wünsche ich noch einen schönen Tag und bis demnächst.